So, die Frage ist, wie weit können wir jetzt hier nach unten gehen, ohne dass uns sonst was aufgerissen wird? Wahrscheinlich nicht so arg, wie ich es gerne hätte. Okay. Strom haben wir gesagt. Brauchen wir auch noch hier ein bisschen Strom hinbauen. Und gucken, was da Forschung wir dabei sind. Observatorium, Wachturm, ja. Hm. Komm, warum nicht? Was soll's? Ich bin ja froh, jedes bisschen, was ich hier so quasi sehen kann. Wird immer die 1. So. Könnt ihr nämlich die mit höheren Prioritäten abschießen. Aber der Rest sollte soweit sicher sein, so wie es ausschaut. Ja, das reicht. Das schaut gut aus. So, auf nach unten. Der möchte noch mehr. Wir möchten so viel wie nur bekommen können. Nicht nur an Stromtechnik, sondern an sich, an allem. So, upgraden. Ja, Energie fehlt halt gerade. Dann können wir aber gerade auch nicht so viel machen. Ich hoffe mal, dass das hier auch jetzt durchgehend nach unten geht, ohne irgendwelche Probleme. Das wäre ehrlich. Also, wir haben das jetzt auch schon fertig. Ich hätte geschwören können, wir den Wachturm erforscht haben. Okay. Dann machen wir eine Steinmetze. Ich auch mal nicht nein dazu. Bin für alles ja zu quasi zu haben. Genau. Grafikfehler, hallo. Schön, dich wiederzusehen. Eigentlich nicht, aber gerne. Putzmaker. Das ging schnell. Das ging richtig schnell. Okay, wir können ja noch trotzdem noch gucken. Also wir haben ja noch. Wir haben zu wenig Holzproduktion momentan. Ein Glück, dass hier ein Wald ist. Mit dem wir hier ein bisschen was anstellen können. So rüber. Nicht relativ egal, wie Simba. Also warum muss hier hin? Wenn es momentan Wurst ist, warum muss so hin, dass es für uns passt? Vier Arbeiter? Ja, deswegen die Hüttenerweiterung. Okay, das ist gar nicht mal so schlecht, dass wir jetzt noch mehr Hütten machen. Dauert leider ein kleines bisschen, bis die Hütten fertig sind, aber macht nichts. Kriegen wir so quasi auch noch hin. So. Wenn der gelegentlich mal was abschießt, bin ich ja auch schon mal glücklich mit der Welt. Du spinnst bitte kurz die zwei Sachen ab. Dankeschön. Ich meine, Gold haben wir jetzt wieder bis zum Umfallen. Da ist weniger das Problem. Aber die Arbeit ist unser Rest. So. 12 Holz, wunderbar. Noch mehr Holz, noch mehr Leute. Dann kriegt man das nächste Mal einen riesen Schwall an Leuten, wenn wir soweit sind. Tag 15, oh je. Ich merke es überlegen, wie ich hier wo zubauen kann am besten, so wie es ausschaut. Ach, hier unten schicken. Ich habe sogar das Gefühl, dass wir unten welche brauchen könnten. Beziehungsweise, eigentlich könnte man sagen... Halt, nein, tu da rum. Der hier, nein. Ja, dankeschön. Dich brauchen wir. Ihr drei werdet nämlich jetzt nach da unten laufen. Und dafür sorgen, dass es denen gut geht. Weil die sind kein Meatshit. Ganz und gar nicht sogar. So, jetzt da hier. Schieß du mal ein bisschen hin. Du kannst auch noch mit nach da unten gehen. Da sind hoffentlich gleich welche mit dabei. Ja, mit Betonung auf gleich. So, Steinmauern sind auch überall soweit verdreht. Das passt. Hier hinten müssen wir noch ein bisschen was nachgucken. Mit Betonung auf ein bisschen, aber nichts, was man jetzt noch regeln könnte irgendwie. Natürlich auch darauf an, woher der gute Gegner jetzt kommen mag. Genau. Kommt doch dahin, dorthin, dorthin. Sorle. Genau. Hier kommt auch noch hinten hin. Es wird langsam echt ein bisschen knapp hier drüben. Können wir noch ein paar hinbauen? Yeah, du brauchst hier gleich hinterher. Das muss auf jeden Fall noch sein. 4, 6, 6, 4. Ja, dann würde ich mal sagen. Dann gefallen mir die 6 gerade eher besser.
Muss ich jetzt quasi mal gestehen, das gefällt mir gerade wesentlich besser. Oh, dankeschön. Er kommt gerade wie gerufen. Auf nach da unten und noch mehr schießen. Weil irgendwann muss das ja auch mal unten aufhören. 240, 480 heißt für zwei Stück. Ja, herrlich. So nicht anders kommen wir voran. Dann sind die 1800 Leute nachher auch keinerlei Problem mehr. So, upgraden, okay, dankeschön. Und ein weiterer Veteran in unseren Reihen. So lobe ich mir das doch. Wüpp. Wüpp, lasst sie gegen die Marines krachen. Gegen die Marines zu krachen ist nicht das Verkehrteste auf der Welt. Ist sogar eigentlich genau das, was ihr machen solltet. 480, zwei Stück. Ging das jetzt wieder? Ging nicht, warum? Ah, ich sehe schon. Zu wenig Eisen. Macht nichts, wir haben noch ein bisschen mehr. Wir haben zum Glück ja ein bisschen was. Wir können auch ein bisschen was ausgeben. Hm? Ja, das kann man so natürlich nicht stehen lassen. Ganz und gar nicht sogar. Huhuhuhu. Ich würde sagen, bitte weiter schießen. Nicht aufhören mit dem Schießen. Wenn ihr jetzt abhaut, jetzt aufhört, das wäre ganz und gar nicht gut. Okay, die brauchen extremst lange, um Eisen abzubauen. Was nicht gut ist, wenn man eigentlich so quasi so ein kleiner Kriegstreiber ist wie ich. Das kommt nicht gut. Okay, machen wir nochmal das dritte. Hilft alles nichts, müssen wir ein bisschen aushelfen. Und ihr, du kommst auch nach da unten, was soll es kommen? Was soll es, Eis nach da unten? Wir schicken alles nach da unten, soweit es geht. Osten, also von hier. Mist. Ja, da wollen wir überhaupt gar nichts haben. Okay. Dann müssen wir uns kurz mal was ausdenken. Wir einfach sagen, gut, dann bauen wir einfach hier was hin. Okay, kein Gold mehr. Tötet mehr bitte. Wäre wunderbar, wenn wir so ein bisschen was töten könnten. Je mehr, umso besser. Dankeschön, 500. Ach, das ist ja wunderbar, ist das hier. Wollen wir nicht sagen. Hier hin. Ahem. Ihr bleibt direkt mal hier stehen. Okay, wenn wir ein bisschen mehr Holz haben, können wir da auch ein bisschen was machen. Vielleicht haben wir das Glück und können hier noch rechtzeitig töten. Ich meine, je mehr wir hier unten abschießen, umso glücklicher müssten wir doch hier unten werden. Wenn wir im Osten kommen, müssten wir doch schicker noch sagen. Hier hin. Das Doppeltor, wie immer. So, einmal zurück in die Mauern. So, einmal hier rüber. Ich würde sagen, Hallöchen. Hört ihr auf zu rennen, ich glaube, ich spinne. Komm, Material. Ach, Holz. Ja, das ist öfters mal aus, so wie es ausschaut. Das ist ziemlich oft auch sogar. Ja, langsam wird's. Langsam wird es ein bisschen ernst, aber nur ein bisschen. Ich hack viel, aber ein bisschen. So, wir haben auf jeden Fall Turm bis umfallen. So, hier, vier. Auf nach da oben. Und gleichzeitig sagen wir noch zubauen, zubauen. Ja, und hier zubauen? Ja, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Wieder Holz. Alles habe ich außer Holz. Na, wunderbar. Wo sind wir hier bloß gelandet? Ja, vielleicht haben wir Glück, könnt hier noch ein bisschen noch vor uns aufräumen. Okay, auf jeden Fall kommt ihr mal weg. Der Rest sollte so auch funktionieren ohne euch. So, hier hin. Das heißt, hier könnten noch ein paar Stück hin. Wenn man je mehr ich auf die Mauern habe, umso glücklicher. Umso glücklicher bin ich doch. Eventuell nochmal ein paar Reihen hier gebaut. Ja. Ja. Normalerweise möchte ich es hier und hier vorne hinbauen. Also von dem her. Ja, wir nehmen gerade alles, was wir so kriegen können. Hier oben hin, hier oben hin. Wie schaut es mit euch aus? Ihr sorgt auf jeden Fall für Radau da unten. Das ist schon mal recht gut.
So, hier noch mehr hingebaut. Haben wir vielleicht noch die Chance, zwei weitere zu bauen? Jep, haben wir und werden wir auch nutzen. Das werden wir nutzen. Wir brauchen auf jeden Fall auch noch mehr Leute, stelle ich gerade fest. Mehr Leute, mehr Holz. Eigentlich von allem etwas mehr. Also mit so einer Kugelwand kann man schon einiges anrichten an Schaden. So, einmal nach drüben. Genau, weil die können mich jetzt auch übers Eck rumschießen. Aber ihr schießt gerade gar nicht so, wie es ausschaut. Das heißt, ihr könnt hier rübergehen. Genauso wie ihr hier rübergehen könnt. Und dann könnt ihr nämlich hier mitschießen. Und alles, was rauskommt, darf direkt hier an die Front springen. Das könnte nicht das Verkehrteste sein. Aufstocken. Hier noch ein bisschen was in der gebraucht und wir sind safe. Ist da hinten irgendwas? Da ist nichts. Okay, dann können wir weitergehen. Das war mir jetzt gerade noch wichtig, so quasi. Kommt noch ein bisschen was hier? Ich meine, die Türme halten relativ gut. Und der wird gleich fallen, wenn es weitergeht. Aber wir haben nämlich nicht mehr so viel. Hallöchen. Nicht durchgebrochen, sie sind nicht durchgebrochen. Meine Damen und Herren, sie sind nicht durchgebrochen. Aber dafür kommen jetzt ziemlich viel von oben daher. So. Einfach kurz nachbauen. Ein bisschen zumindest. Einfach nur, um es repariert zu haben. Hallöchen aber auch. Wo kommt ihr denn überhaupt da her? Ich hoffe nicht von da oben. Und dafür habe ich jetzt gerade gar keine Zeit. Ganz auf kein Holz. Keine Arbeiter, kein gar nichts. Ach Mann. Oh. Jetzt haben wir so viel Kohle und können nichts damit anfangen. Das hier können wir bauen. Wir können Soldaten bauen. Das ist ja schon mal etwas. Nicht mal mehr Arbeitskräfte. So viel. Das haut hin. Okay. Schon meine Kleinigkeit, die hinhaut. Wann kommt der nächste Zug? Jetzt. Null. Der Timer ist irgendwie kaputt. Also kommt nach der ersten Welle jetzt einfach gar kein Zug mehr. Das wäre nämlich echt doof. Weil ich brauche ja Leute so quasi. Ja, dankeschön. Der Timer ist nur kaputt gewesen. Okay. Das ist ja schon mal was, wenn der Timer kaputt gegangen ist. So, 8 Stück. Das ist nicht viel. Das ist überhaupt nicht viel sogar, aber okay. Wir werden das Beste daraus machen, was wir daraus machen können. So, haben wir hier hingebaut. Dann kommst du hier drüben hin. Das heißt, mehr Wohnungen. Das heißt, noch ein Sägewerk. Hier hin. Sonne geht gerade nicht, weil es die wieder die Bewohner fehlen. Wunderbar. Das, was ich jetzt wieder erhofft hatte. Dass mir laufen die Leute ausgehen. Das geht natürlich gar nicht. 16, 17, 16, was soll es? Komm her. Passt soweit. Brauchen wir hier noch irgendwas? Nein. Ah, warte mal. Oh, es kommt von da oben ein paar. Es möchte doch bestimmt. Ihr hier wollt doch bestimmt dorthin. Mal sagen, ja, das wollt ihr. Das ist ja ganz, ganz dringend. Ja, das werden die aber nicht schaffen. Das werden sie sowas von nicht schaffen. So, wir können auch einen Vierer-Trupp hier rüber schicken. Einfach nur zur Gaudi, weil wir es können. Ballisten brauchen wir jetzt gerade nicht. Steinmetze, die werden natürlich noch was. Beziehungsweise Energie, ja, aber wir brauchen wie immer Leute. Für nicht lange. Für ganz und gar nicht lange. Na komm. Dankeschön dafür. Zack. Und die nächsten. Lass mal gucken, dass mal nach und nach hier die Leute auf den. So, wir können hinbauen. Wir können eh bis maximal bis hier hinbauen. Okay. Das heißt, wir könnten doch quasi sagen. Das hier.
Das gehört nach dem guten Plan. Dann schicken wir noch drei an die untere Mauer hin. Dass wir überall ein bisschen was haben. Also wenn wir euch vier, was haben wir denn hier als Zubig? 1, 2, 3, 4. Genau, kommt erst mit nach oben und kann weiterkämpfen. Weil ihr vier sollt eigentlich ausreichend sein, um mir alles niederwalzen zu können. So, jetzt bitte. Arbeitskräfte. 16. Gut, besser als nichts. Besser als nichts an der Stelle. So, nochmal ein bisschen Energie gebaut. 1800 müssen wir irgendwie erreichen können. Das ist so quasi Grand de la Gaulle. Also ich gerade sagen, wir brauchen noch ein bisschen mehr Energie. Da sind wir auch gerade schon dabei. Können wir noch was machen, was nicht Energie benötigt? Ja, wir können Mauern bauen. Was keine schlechte Aufgabe ist. Indem wir sagen, hier wird unsere Hauptmauer. Holz, natürlich Holz. Als Energie. Hier wird die Hauptmauer sein. Und den Rest müssen wir sie da abwarten. Pff. Na wunderbar. Ihr vier hier könnt ja so quasi hier bleiben. Ihr könnt rausgehen und ihr könnt rausgehen. Dann seid ihr mein neuer Kampftrupp, der hoffentlich was anrichten kann. So. Vier neue Soldaten werden rekrutiert, das ist schon mal gut. Holz, ah, warte mal, Holz, 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 hehe. Haben wir doch was mit Holz und allem drum und dran. 14. Wenn wir das haben, können wir doch bestimmt direkt daneben, yep, ein bisschen Nahrungsmittel anbauen. Hier noch was hingestellt und eventuell, ah, es würde gehen, wenn es mich hin platzieren lassen würde, da hinten jetzt da. Zumindest ein bisschen was an Angeln können wir noch machen. Das ist auch so, das ist auch so, da kommt dann nachher noch was hin. So. Die beiden Farmen sind soweit in Ordnung. Dann müssen wir hier unten nochmal Farmen machen. Beziehungsweise wir können auch gleich gucken nach einem Lager aus. Aber dafür brauchen wir erst wieder Leute. Und ein bisschen Nahrung, was aber zum Glück auch gleich kommt. Ja, jetzt funktioniert der Timer wieder. Okay. Habe verstanden, man möchte mich nur vergaggern, sowieso schaut. Ab nach oben. Das wäre jetzt noch Stein mit zu dir. Ich glaube. Also ein bisschen was an Nahrung noch. Das Holz 30. Hm. Ein bisschen was an Holz fehlt. Noch Fische da abgeschossen. Danke, danke, danke. Jetzt haben wir auf jeden Fall genug Nahrung. Stelle ich so quasi fest. Für egal was. So, dann können wir noch mal eine Sägemühle bauen. Ich würde mal sagen, yep, können wir. Können wir und machen wir auch hier noch einen. Fertig. Haben unser Imperium an Sägemühlen soweit ausgebaut. Und hier müssen wir noch ein bisschen mehr machen. Ich meine, das dürfte ein bisschen habig werden. Also wir das direkt angreifen. Wir können zumindest mal gucken, dass wir hier unten ein bisschen was noch kaputt machen. Dankeschön. Alles ist hier gerne gesehen, was wir so bekommen können. Kriegt man denn nochmal? Jep, ein bisschen Strom könnte man noch machen. Hier ein Zack. Also Gold 40. Beim nächsten Mal, würde ich mal behaupten. Beim nächsten Mal. Puh, reicht das aus? Wahrscheinlich nur nicht so ganz. Gerade noch ab, bis wir die nächsten Segen bekommen. Jep, 40. Ah, Dankeschön. Vielen lieben Dank. Wenn ich ein Lagerhaus bauen. Das Lagerhaus wird zuständig sein für den Bereich hier oben. Nein, für sogar noch mehr. Das sollte. Ausreichend sein an der Stelle. Passt. Sieht, passt und hat ganz viel schöne Luft. Jetzt können wir wahrscheinlich. Ja, doch, ein Soldaten können wir noch machen. Es ist nicht viel, aber es ist zumindest etwas. Wir können den Sniper noch hier rausholen. Je mehr Kampfkraft der Trupp da noch bekommt, umso glücklicher bin ich. Tag 32 gleich. Noch einmal nicht das geschafft, was ich schaffen möchte. Ganz und gar nicht sogar.
Du bist am Hochpushen, du auch, du auch, du auch. Manneskraft brauchen wir auf jeden Fall. Und Steinmetzhütte. Brauchen wir noch ein bisschen was. Deswegen investieren wir auf jeden Fall in noch mehr Kolonisten.